Sabina. Mit deinen kleinen Flügelchen. Kannst du besser fliegen als Spyro. Gut, dann machen wir jetzt das Rennen gegen die Schmetterlinge. Legt euch alle grünen Ringe, folgt den roten Punkten. Ja, hier gibt es dann auf der Strecke auch verteilt so Sterne, wie man da vorne sieht, und die beschleunigen uns kurz. Und dann gibt es noch andere Sterne, rote Sterne. Da kriegen wir so ein Ding, was mehr so ein Missile ist, ein Homing Missile. Bäh. Drecksvieh, ey, verpiss dich. Die den mal kurz aufhält, den nächsten Schmetterling, der vor uns ist. Nein! Ah, da muss man sich erstmal hier dran gewöhnen. Vielleicht ist hier auch mit dem Analogstick besser zu steuern. Weiß ich nicht. Ich mag Spyro nicht über Analogstick zu steuern. Ich weiß auch nicht warum. Ich spiele lieber über das Digitalkreuz. Stirb. Wobei man halt mit dem Analogstick ist man präziser. Ich mach's trotzdem nicht so gerne. Also es kommt immer ganz aufs Spiel drauf an. Spyro spiele ich jetzt zum Beispiel nicht damit, aber halt so. Crash spiele ich auch nicht damit. Ich glaube, das liegt einfach damit zusammen, wie ich das damals gezockt habe. Und damals habe ich das halt auch immer bis Digitalkreuz gespielt, weil wir hatten auch damals anfangs einen Controller, der noch keine Analogsticks hatte. Ich glaube, damit hängt das so ein bisschen zusammen. Ich will nicht durch den einen da fliegen, aber ich habe halt noch eine ganze Runde Zeit, um zwei Leute noch zu überholen. Leute vor allem. Das ging doch ganz gut. Oh, das war knapp. Oh Mann, ich glaube, ich muss den einen da wirklich mitnehmen, um hier Erster zu werden. Das ist doch kacke. Oh mein Gott, ich glaube, ich schaff's. Das war ganz schön knapp. Puh. Yay, ich habe den ersten Preis gewonnen. John. Blau. Ist auch eine schöne Farbe. Vor allem mit den weißen Hörnern. So, dann machen wir jetzt das Zeitspiel nochmal. Und da müssen wir jetzt den ollen Jäger finden. Ist er schon direkt hier? Nee. Wo ist er denn? Hier ist er. Da steht er. Wow! Ein Trupp Schafe in fliegenden Untertassen ist wie aus dem Nichts aufgetaucht und stellt die Rennstrecke auf den Kopf. Ich muss wohl in mein Flugzeug steigen und denen mal Manieren beibringen. Los geht's. Aufgepasst, Schafe! Hier komme ich! Kreistaste zum Schießen, X oder Quadrat für Turbo. Okay. Piu, 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 piu. Da war ja. Wow! Das hast du richtig gut gemacht, Julia. Ja, ist gut.
Ah, ich bin gar nicht unter Zeitdruck. Das ist natürlich sehr gut. Und wir müssen ihn nur einmal treffen. Das ist auch sehr gut. Sehr gut. Ja, wow! Schon dezent fix unterwegs, so. Knolle getroffen. Fliegen die hier durch? Ja, tun sie. Oh mein Gott. Ich hasse das. Das ist nicht schön. Okay, eins noch. Wo ist das? Ich mag Pilze. Also nicht zum Essen, aber so vom Aussehen mag ich Pilze. Da. Das waren ja mal Reflexe, du. Hoho, guck dir das an. Der Truppenführer hatte dieses Haar entführt. Der Truppenführer hatte dieses Haar entführt. Tata? Thaler? Ich kann's nicht lesen. Haben wir jetzt alles? Ich meine, wir müssten jetzt eigentlich alles haben. Atlas. Gucken wir mal. Bad Sonnenaufgang. Da, Pilzrennbahn. Ja, haben wir alles. Super. Gut. Okay, dann können wir ja wieder nach Hause. Gehen wir einmal auf Aufgeben. Ja, nein! Oh. Nein, nicht nochmal. Nein, dankeschön. Möchte Level beenden. In Ordnung, wir versuchen es später nochmal. Nee, brauchen wir nicht, wir sind hier fertig. So, und dann können wir jetzt in Gartenstadt, wenn das so heißt. Heißt das so? Ja, Gartenstadt. Würde ich sagen? Nee, in Gartenstadt müssen wir jetzt erstmal. Erstmal müssen wir da die ganzen Edelsteine ansammeln. Und dann begeben wir uns zum beschützendsten Level. Und machen das erstmal. So. Okay, Drache, du hast länger überlebt, als ich gedacht hätte. Aber du hast nicht die geringste Vorstellung, was für Gefahren noch vor dir liegen. Ich rate dir, deinen Katzenfreund und die paar Eier, die du gefunden hast, zu schnappen und im Eiltempo nach Hause zurückzukehren, solange du noch kannst. Ich sage dir das in deinem eigenen Interesse, weißt du? Mhm. Wie gesagt, erstmal hier Edelsteine einsammeln. Es ist so gut, dass wir das schon alles noch können. Also schon alles noch. Hm, ist klar. Alles noch können. Vom zweiten Teil. So.
bin echt mal gespannt. Dave. Hallo Dave. ich bin echt mal gespannt, was wir jetzt hier nach bekommen. Also, wenn wir den nächsten Boss besiegt haben und das nächste Level von Sparks machen. Da bin ich echt mal gespannt, was wir da für eine Fähigkeit bekommen. Weil da kann ich mich echt überhaupt nicht mehr dran erinnern. Ich weiß ja nur, dass die letzte Fähigkeit, die wir bekommen, die ist halt echt cool. Ich meine mal, es wäre die letzte Fähigkeit. Kann mal sein, dass ich mich da jetzt täusche, dass es die vorletzte ist. Wow! Das ist ganz schön rutschig. Was ist das? Eisspitze. Nö, nö. Aber wir können immer noch nicht springen auf dem Eis. Leider. Aber hier war noch irgendwas. Ha, ein Ei. Mingus. Wisst ihr, was ich heute im Play Store gefunden habe? Also im Google Play Store. Und zwar ein Spiel, was ich damals sehr oft, sehr viel gesuchtet habe. Und zwar nennt sich das Burrito Bison, Burrito Bison, irgendwie halt Burrito Bison, so wird es geschrieben. Und das ist so cool. Es gab auch mal ein anderes Spiel. Das hatte ich auf meinem alten Handy. Ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Da muss man auch finden. Also es ist so ähnlich wie Burrito Bison, dass man halt einen bestimmten Level hat. Hey Spyro, Zoe hat mir gesagt, dass sich das Tor öffnet, wenn du dieses Dings da triffst. Warum versuchst du nicht, diesen Stein dagegen zu spucken? Ein Level, also ein langes Level. Und je öfter man das macht, desto weiter kommt man, weil man halt noch ganz viel Kram freischaltet und sowas. Und ja, auf jeden Fall, das hatte ich damals auch, also ein ähnliches Spiel wie Burrito Bison hatte ich auch im Handy. Da hat man irgendwie so einen Nerd über so eine Dings gesteuert. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Aber ich wollte halt immer Burrito Bison haben. Und jetzt habe ich gesehen, dass es das gibt. Das ist ja mega cool. Aber bei diesem Nerd, da bin ich auch nicht. Ich weiß gar nicht, ob man da bis ans Ende kommen kann. Ich war immer im Weltall und weiter kam ich nicht. Beziehungsweise ich habe halt irgendwann aufgehört. Weil der Abschnitt vom Weltall halt ziemlich groß war. Ja. Aber mit Burrito Bison bin ich jetzt erstmal ein bisschen beschäftigt. Und was ich noch auf dem Handy spiele, ist Cats. Also C.A.T.S. Das ist irgendwas mit Crash Arena Turbo S. Irgendwas mit S. So heißt das, glaube ich. Das macht auch Spaß. Da muss man sich so sein eigenes Autochen bauen mit Waffen dran und dann wird es dann auf ein anderes losgelassen, aber da kann man dann nichts weiter steuern, sondern das wird halt einfach auf einen anderen drauf losgelassen und schießt sich dann gegenseitig und dann kann man wie in Ligen aufsteigen und Meisterschaften gewinnen und so. Das ist cool. Das mag ich. Okay, dann quatsch du mal jetzt mit uns. Wenn du eine Leiter oder eine erkletterbare Mauer siehst, spring einfach darauf und halt dich mit deinen Krallen fest. Ja, ja. Auf jeden Fall, das hier ist das Level, was wir als nächstes machen werden. Also wenn wir hier alles eingesammelt haben. Weil das mag ich nicht. Und dann ist es schon mal weg und dann ist der Rest nicht mehr so schlimm. So. Oh, mein lieber Freund Spyro. Die Zauberin hat diesen frechen Vogel erwischt, wie er in ihrer Feuerwerkfabrik Raketen gezündet hat. Ich wäre aber bereit, ihn deiner Obhut anzuvertrauen. Vorausgesetzt, dass du seine restlichen Strafen zahlst. 700. Entschuldigung, ich bin da ein bisschen gegens Mikrofon gekommen. Was für ein...
ein Trottel. Ich meine, das ist die beste Tat, die du je vollbracht hast, Spyro. Und so weiter und so fort. Du weißt schon, was ich meine. Und